Tourismus in Spanien wird normalerweise mit Sonnen, Baden im Meer und Ausruhen verknüpft. Im Südosten von Murcia bietet das Projekt Verer nun eine ganz neue Art von Erholung an. Das Zentrum kombiniert ländlichen Tourismus mit Umweltbildung. Seit 2015 bietet das Projekt nicht nur Unterkunft für Familien und Gruppen, sondern auch kostenlose Einführungskurse in Themen wie Permakultur, erneuerbare Energien, ökologische Bauweise, Ödlandkultivierung und solarbetriebene Öfen an. Das Markenzeichen? Jedes Detail steht für Nachhaltigkeit und fungiert als Vorbild für die Besucher, die später die Verer-Ideen selber umsetzen können. Die Anlage wurde aus natürlichen und recycelten Materialien mit geringer Umweltbelastung gebaut. Im Biogarten und angrenzenden Wald werden Biogemüse, Bioobst und aromatische Pflanzen der Region angebaut. Es gibt eine Regenwassersammelanlage und eine Pflanzenkläranlage. Mittels verschiedener Techniken wird auf dem eigenen Gelände nachhaltig Energie erzeugt. Seit Anfang 2015 wächst das gemischte Geschäftsmodell. Trotzdem sind immer noch 90% aller Besucher aus dem Inland. Um mehr Gäste aus dem Ausland zu locken, werden neue Aktivitäten wie die Probe einheimischer Weine, eine Trüffelplantage und eine Ladestation für elektrische Fahrzeuge aufgebaut. Zusätzlich bietet Verer extern Kurse an und hat sich verschiedenen Netzwerken angeschlossen. Eine weitere Idee ist es, das Geschäftsmodell in einem Flüchtlingsgebiet einzuführen. Um wirtschaftlich existenzfähig zu sein, müssen einzigartige Projekte wie Verer innovativ, breit gefächert und ganzheitlich durchdacht sein. Zusammen mit einer angemessenen Preisstruktur können solche sehr geschätzten Nischenangebote ein erfolgreiches Geschäftsmodell hervorbringen.